Mein Name ist Silvia Pfefferkorn. Ich bin Vize-Vorstandssprecherin beim Verein Wirtschaft für ein Weltoffenes Sachsen. Der Verein Wirtschaft für ein Weltoffenes Sachsen setzt sich seit 8 Jahren, also seit 2016, für Demokratie und Weltoffenheit ein. Und wir sind dafür da, dass wir moderne politische Entscheidungen motivieren wollen, sowohl in Land und Bund. Ich nenne zwei Beispiele, das Sächsische Integrations- und Teilhabegesetz und zweitens das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Wir sind außerdem in demokratischer Bildung unterwegs. Wir unterstützen Unternehmen dabei, erstens Menschen aus dem Ausland in ihre Teams zu integrieren und außerdem unterstützen wir Unternehmen dabei, dass Menschen gut miteinander arbeiten, dass sie partnerschaftlich miteinander arbeiten. Das sind die Aufgaben, die wir in der Bildung haben. Und das dritte Feld, mit dem wir uns beschäftigen, ist die Beratung von Unternehmen, wie es gelingt, dass Menschen aus dem Ausland hier auf dem deutschen Arbeitsmarkt, besser auf dem sächsischen Arbeitsmarkt, ein gutes Zuhause finden. Die Good News für Sachsen, ganz klar, wenn ich an die Wirtschaft von Sachsen denke, dann wird mir warm ums Herz. Wir haben eine hervorragende Tüftlerszene. Das liegt in der DNA der Sachsen und Sächsinnen. Das heißt, wir sind ein super Wirtschaftsstandort, gute Innovations- und Wettbewerbsbedingungen. Wir haben eine niedrige Arbeitslosenquote in Sachsen, aber auch deutschlandweit. Wir sind gut im Export unterwegs. Ungefähr ein Drittel der sächsischen Arbeitsplätze hängt direkt vom Export ab. Die Menschen sollten wissen, dass Sachsen ein herausragend guter Lebens- und Arbeitsort ist. Wir haben ganz viele Hidden Champions, bei denen man herausragend gute Arbeitsbedingungen findet und wo man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Mir gibt Hoffnung die super tolle Start-up-Szene, die wir in Sachsen haben. Zweitens Hoffnung, dass sich viele Menschen im Moment für die demokratischen Grundwerte einsetzen, dass die Menschen auch in Kleinstädten auf die Straße gehen, um das, was in 146 Artikeln im Grundgesetz geschrieben steht, tatsächlich auch gelebt wird. Den Menschen in Sachsen wünsche ich stabile wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen, erstens. Zweitens wünsche ich ihnen, dass der Wohlstand in Sachsen erhalten werden kann. Und drittens wünsche ich ihnen, dass sie Vielfalt als Bereicherung ansehen.